zwar so voll, das glaubt ihr gar nicht. Wir machen der NTG noch fertig, aber mein letzter Inkognito-Buchstabe. So Leute, wir haben hier mein erstes Corazon. Unser erster regionaler Tausch hier. Oh mein Gott, Leute, was geht ab, Leute? Ich hab's gerade in den Westfalenpark geschafft. Das war nicht mehr normal. Ich habe leider keine Szenen von der Mengenmasse. Ich habe einfach nur versucht, Platz zu schaffen, zu bekommen. Shoutout an die Jungs, die dort schon vorne standen, an der Schlange, in der Schlange, und mich gerufen haben. Sonst hätte ich es echt nicht geschafft. Das war so voll, das glaubt ihr gar nicht. Vielleicht finde ich ein paar Szenen von Leuten, die das gefilmt haben. Und Shoutout an die Jungs, meine Beschützer, die mich reingebracht haben. Okay, man sieht euch eh nicht, aber Shoutout an euch. Und ja, schauen wir mal, was so geht. Noch komme ich gar nicht ins Spiel. Ein paar Leute schon getroffen. Ja, schauen wir mal. Aber noch geht gar nichts hier. Bis zum Eingang hatte ich Verbindung. Komme ich zum Eingang. Tote Hose hier. So, haben wir hier Pumping Werner. Freut mich, dich kennenzulernen. Servus, Hong. Mich freut's auch. Check seinen Channel ab. Alles fit? Sicher, bei dir? Ja, auch. Und was hältst du von der Mengenmasse? Das war ja, der Wahnsinn gerade. Hätte ein ziemliches Gedränge gegeben. Ja. Bist du ganz am Anfang gestanden? Zum Glück ja, haben mich ein paar Zuschauer nach vorne gerufen. Ja. Und dann stand ich bei denen. Und du? Ja, ich bin auch drei Stunden gewartet. Okay. Sind von Österreich mit dem Bus gekommen. Okay. Aber ich denke, die Anstrengungen haben sich gelohnt. Oh ja, vor allem, ich komme jetzt ins Spiel. Mehr dazu sehen wir gleich noch. So Leute. Wir haben hier mein erstes Corazon. Fangen wir das mal und dann zeige ich euch, was hier sonst noch so spawnt. Lavita, Bummels, Trassler sogar überraschenderweise. Wablu für die Shiny Jäger halt. Bam. Deswegen sind wir hier. Okay. Neuer Decksandwerk. Ja, ich hab vergessen, Glückszeit zu tun. Egal. MV-Check. Schlechteste, was sonst. So, schauen wir uns mal kurz um. Hier seht ihr ein paar Bummels. Rosile natürlich, den gibt's shiny. Und natürlich alle Stops an. Welcome to Safari Zone Dortmund. Giveaways, ihr wisst, ihr sagt nicht nein zu Sachen umsonst. Hi, ich möchte von dir haben. Okay, okay, das ist nicht. Das brauchen wir nicht. Können wir durchkommen, wenn ihr wollt? Hab ich schon. Moin, Hong. Hi. Wir kennen uns nicht, aber... Ja, ich weiß. Einfach mal so Hallo. Ja. Schon klar. Viel Spaß. Ne? Danke, ebenfalls. So, da hinter mir seht ihr den Ausgang, beziehungsweise Eingang, kommt davon. In welche Richtung man geht. Ich bin rausgegangen, also definitiv Ausgang. Nicht viel gedreht, weil ich nicht viel gemacht habe. Da drinnen ging echt gar nichts, kein Netz. Nur vereinzelt an manchen Stellen, aber an sich ging da gar nichts. Viele leidende Leute, also eigentlich alle, die gelitten haben. Niantic, das war wieder mal ein Fail von euch. Anscheinend soll es draußen besser sein, ich gehe mal ein bisschen raus. Danach erzähle ich euch noch, was drin alles schief gelaufen ist, aber jetzt erstmal weg von hier. So, Westpark angekommen. Wir machen der NTG noch fertig. Aber das i-Tüpfelchen, wovon ich gerade erfahren habe, alle, die gerade Rauch anhatten, nicht, dass es eh schon alles nicht funktioniert, alle, die jetzt Rauch anhatten, wurden von Niantic gebannt, weil sie als Bots eingestuft wurden. Kein Kommentar, Niantic, kein Kommentar. So, Leute, ihr könnt es vielleicht hören, aber meine Stimme ist aus dem Nichts einfach weg. Einfach weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Meine Vermutung, Niantic will mich stilllegen, damit ich nicht weiter gegen sie hate. Sie wollen ihre Kritiker untermauern. Deswegen haben sie meine Stimme gekillt. Alter, ich weiß echt nicht, was passiert ist, Leute.
So, meine Stimme kommt langsam zurück, Leute. Dann können wir weiter gegen Niantic ragen. Aber hier haben wir mein... Oh, mein letzter Incognito-Buchstabe. Was heißt letzter? Der einzige neue überhaupt bei dem Event. Und da haben wir ihn endlich. Wenn ich ihn mal treffen würde. So. Danach müsste ich 15 haben. Ich brauche noch ein paar zum Tauschen. Falls ihr ein Incognito habt, das ich noch nicht habe. Ihr wisst, ab U darf ich noch keinen. Alle nach U halt. Und dann dazwischen noch ein paar. Dann meldet euch, aber hier. Checkt mir mal die Medaille ab. Lasst euch nicht ablenken von meinem GoPlus. 15, yay! Immerhin, immerhin. So. So Leute, wir haben hier einen Kollegen getroffen, der hat mir einen Relikant angeboten. Sag mal, wieso nicht? Was möchtest du haben, mein Freund? Ich hab eigentlich nicht so... Schick mir irgendwas, alles gut. Alles gut, okay. Ich muss nur mal kurz... Ich muss nur mal kurz raushauen. Mach mal raus, ich muss okay. Das Sternchen rausmachen. Ah, okay, ja. Dann... Unser erster regionaler Tausch hier. Schau, was geht so. Am besten die Stunde mal neu starten, Mann, weil ich habe das Problem schon gehabt bei Spezialtausch. Auch wenn ich den Stern rausgemacht habe, wenn ich schon auf das Ding gegangen bin, dann war er immer noch in der Decke. Okay. Aber das soll ja kein Problem sein, uns hier dran zu hindern. Ja, ich meine, welche Kollegen müssen sich auch unterstützen? Zwei gelbe 40er hier getroffen. Ja. Ich muss nicht nochmal rausgehen, oder? Weil ich muss nicht nochmal rausgehen oder so, oder? Nein. Okay. Ihr wisst, keine Suchleiste und so, das dauert wieder Ewigkeiten, den zu finden. Und reingehen. Davor schon mal reingegangen sein und die Kamera anmachen und aufstellen. Der Trainer-Tipps-Move. Den wollte ich schon immer machen. Erster Tag von Safari-Zone Dortmund vorbei. Trainer-Tipps war da, leider nicht getroffen, Mystic Sam auch nicht. Spiele den auch nicht, also gar kein von diesen krassen YouTubern. Keine Ahnung, wo die waren, aber ich weiß, wo ich war. Mehr dazu erzähle ich euch, nachdem ich hier ausgepackt habe, mich erholt habe und dann. Dann reden wir noch ein bisschen über das Event. So, ist der nächste Morgen. Ich habe geschlafen, ich habe mich wieder aufgetankt. Was kann man jetzt sagen zum Event? Also erstmal, das Event wurde verlängert. Also eigentlich sollte es ja nur von 9 bis 9 gehen. Und irgendwie lief es die ganze Nacht durch. Schauen wir mal, wann es heute aufhört. Weil ich bin länger da als 18 Uhr. Bus fährt erst irgendwann 21, 22 Uhr. Dementsprechend hätte ich noch ein paar Stunden totzuschlagen. Also wäre nicht schlecht, wenn es sogar noch länger laufen würde. Und dann, ich blende das hier nochmal ein, oder hier, hat Niantic irgendwas angekündigt, als Entschädigung dafür, dass es gestern nicht lief, dass dann europaweit noch ein Event stattfinden soll. Mehr dazu folgt. Und zum Event an sich gestern, also wie gesagt, die Schlange am Anfang war echt unbeschreiblich. Und es gab keine Ahnung, 7 Eingänge oder so. Ein paar Eingänge sollen weniger Leute gehabt haben, aber mein Eingang war echt abnormal. Nochmal Shoutout an die Jungs, die mich nach vorne an die Schlange geholt haben. Danke an euch. Wobei, wenn nicht, dann wäre ich einfach zu einem der anderen Eingänge gegangen, wo meine Kollegen erzählt haben, dass da weniger los ist. Aber egal, trotzdem danke. Und ja, Location an sich ist eigentlich ziemlich cool. Deswegen gehe ich heute nochmal hin, mache ein paar Fotos für Instagram und so. Check die Location ab, 6 Videos. Und treffe mich noch mit ein paar von euch, die gestern keine Chance hatten. Und ausgehend davon, ob sie das mit dem Netz, mit der Verbindung verbessert haben, chill ich dort eine Weile. Wenn nicht, dann direkt in die Stadt danach, nach dem ganzen Treffen und so. Ja, gestern war schlimm. Viele konnten gar nicht mehr rein. Ich konnte teilweise gar nicht, ich habe echt fast gar nichts gefangen. Also da ging echt gar nichts für die meiste Zeit. Ich habe sogar Leute getroffen,
die meinten, ja, die werden heute das, ihr Hotel stornieren und dann heute schon abreisen. Also, ich rede von gestern. Obwohl sie 2 Tage geplant hatten, haben sie Hotel storniert und sind schon früher gefahren. Und dann, wie gesagt, gab es noch diesen Vorfall mit dem Rauch, wo dann die meisten Spieler gebannt wurden und nicht mehr reingekommen sind. Und ich dachte, das war irgendwie so am Nachmittag und dann ein paar Stunden, aber nein, das war schon direkt am Anfang um 10 Uhr oder so. Also da konnten manche echt 5, 6, 7 Stunden gar nicht spielen, gar nicht reinkommen. Und die, die reingekommen sind, die konnten auch nicht spielen. Also das ist eine andere Sache. Und manche, also ich bin ja dann rausgegangen und dann ging es eigentlich einigermaßen bei mir. Und manche sind echt kilometerweit weggefahren und bei denen ging es immer noch nicht. Also echt totales Chaos hier. Aber war cool, die meisten von euch zu treffen. Also war cool, alle zu treffen. War kein schlimmer Vorfall dabei oder so. Mit einem Kollegen getauscht. Das war ein bisschen leidend. Hat mich angesprochen, zwecks dem Relikant oder Scorerborn. Und ich habe halt das Relikant gewählt. Gab ein paar Missverständnisse. Der Account konnte nicht mehr tauschen. Dann der Account hatte nicht genug Staub. Wie ist das? Aber dann, am Ende ging es doch noch. Und ich habe mir einen Relikant getauscht. Highlight des Tages. Ja, und das war so die Zusammenfassung. Ziemlich leidend. Aber was will man machen, was will man erwarten? Ich habe es echt so erwartet. Park an sich, muss ich sagen. Ich habe gehört, irgendwie wurden die Stops und Module jetzt verdoppelt. Weil das war einer meiner Kritikpunkte eigentlich. Jetzt im Vergleich zu Oberhausen, die waren halt alle viel dichter aneinander. Und da im Park muss man halt echt eine Menge laufen. Da waren halt echt viele Stellen, wo es sieht krass aus auf dem Papier. Also wenn man jetzt so einen Screenshot zeigt mit den ganzen Modulen, dann denkt man sich, Alter, richtig saftig, richtig heftig. Aber wenn man dann dort vor Ort ist, die Entfernung dazwischen, das ist echt eine ziemlich große Fläche. Also farmtechnisch lohnt sich das nicht wirklich. Also es läuft auch kein EP-Event, kein Stopp-Event oder so. Also eigentlich nur Corazon. Wer noch braucht, die Lavita, obwohl letztens halt Lavita C-Day war. Und dann die Shinies. Und man kann eigentlich nur so eine bestimmte Menge davon fangen, bevor einem langweilig wird. Und ja, wenn man Samstag den ganzen Tag zockt und Sonntag auch, also sollte eigentlich reichen. Sprich, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ah ja, mehr Stops, näher dran, dann könnte man auch EP-technisch da was machen, weil Park war jetzt, ihr wisst, Oberhausen, da geht man auch ohne Event einfach hin, um klasse EP zu machen. Der Park ist jetzt kein EP-Ort gewesen, sondern echt nur ein schöner Park. Ach, das war so der Tag, der erste Tag, Samstag. Mal schauen, wie ich die ganzen Fetzen, die ich aufgenommen habe, zusammen zu einem Video fügen kann. Das war echt totales Chaos, aber ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, zumindest hier in Dortmund an Tag 1. War zwar leidend, aber ich hatte meinen Spaß und checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Liken, kommentieren, abonnieren. Mein Gott, ich bin richtig verwirrt. Das Outro richtig fehlt, aber ihr wisst, Pokémon Serious Business.